betala. Chansen att göra det här till längden. Fack nog gå av sig. Nej, fack ni var väl fint att vara till. Där han kom hittar ni här. Det är inte alls det. 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 Det är inte Lugn dig, Västre. Vad talar vi med? Men här är alla dubblar. Hej. Gärna. Jag har alltid hejt och gått. Kvart så går vi. Vad sa vi till avstånden? Där bor vi nog högt. Hallå, vi vinner. Det är thank you.
Thank you.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Tratsch. Und den Klatschgeschichten zufolge soll York eine der verwunschensten Städte Englands sein. Angeblich spuken dort noch die Geister der Römer, die diese Stadt einst errichteten. Der Name der örtlichen Bierspezialität Centurion's Ghost spielt auf diese Legende an. Das ist vermutlich ein Pale Ale. Um eine passende mystische Atmosphäre zu erzeugen, hat das Level-Design-Team einen unterirdischen Schauplatz in der früheren römischen Kanalisation geschaffen. Mit seiner Hilfe kann man sich unbemerkt durch die Stadt bewegen. Doch was, wenn die Geistergeschichten wahr sind? Sind sie nicht. Du kannst beruhigt schlafen.
Jungfraubeck, das heutige York, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die angelsächsische und die nordische Kultur nach und nach verschmolzen sind. Mehrere Häfen und enge Straßen voller fremdländischer Waren lockten das ganze Jahr über Händler aus der ganzen Welt an. Um diesen geschäftigen Ort einzufangen, haben sich die Entwickler an der Coppergate, Copperigata, einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, orientiert. In der früher als Cup Street bekannten Straße drehte sich alles um den Verkauf von handgemachten Bechern und Töpfen. Sie wurde als Referenz für die ganze Stadt verwendet. Mit seinen kleinen Holzhäusern und den dicht gedrängten Marktständen bildet Jofovik einen starken Kontrast zu den steinernen angelsächsischen Städten. Anscheinend konnten sich Wikinger und Angelsachsen zu ihrer Zeit noch ansatzweise verständigen, da ihre Sprachen sich ähnelten und noch nicht lange auseinanderentwickelt hatten. Für die englischen Sprachaufnahmen hat sich das Voice-Design-Team linguistische Hilfe geholt, zum Beispiel von der Runologin Maya Beckwall von der Universität Uppsala. Uppsala, lustiges Wort. Die Texte wurden in drei Versionen geschrieben, auf Englisch für den Kontext, in der Originalsprache, Latein, Altnordisch, Altenglisch und in Lautschrift, um die Aussprache vorzugeben. Aussprache, ungefähr so. Spannenderweise fiel es allen Isländern und Isländerinnen relativ leicht, Altnordisch zu sprechen. Tja, die bräuchten wahrscheinlich kein Wörterbuch, wenn sie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern mal treffen würden. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Ich bin der Luft.
Till